Hallo und willkommen zu einer Folge Gold Rush The Game. So, da sind wir auch schon. Ich habe vorhin schon mal reingeschaut ins Spiel. Warum sieht das jetzt so schlecht aus hier? Was haben wir ausgemacht? So, wir müssen erstmal zur Bank, uns die Pappzelle mieten. Schön eingepackt. So, aussteigen. So, genau, die pachten wir jetzt. Das ist aber Ausgang klar. Schön, so war das. Jetzt müssen wir zum Kleinteilehändler. Oh, da haben wir ein bisschen zu doll gebremst. So, hier ist der Kleinteilhändler. Hier müssen wir etwas kaufen, damit wir auch anfangen können mit Gold schürfen. Und zwar brauchen wir dieses Teil einmal, dann das einmal. Zu viel, das brauchen wir alles noch nicht. Wir brauchen einen Eimer. Zu viel. War das jetzt? Ach ne, hier die beiden. Davon brauchen wir noch zwei Stück hinzufügen. Ich glaube, das war alles soweit. Genau, so. Okay. Auf da, so. Wo ist der Eimer? Noch kein Eimer gekauft. Okay, wir haben kein Eimer gekauft. Was vielleicht der Eimer oder Tatsache? Was doch, da liegt der Eimer. Hier hat man nicht, ich will das auch gleich da reinbauen, genau. So, den Eimer drauf gelegt. So, dann fahren wir zu unserer Parzelle und fangen mal mit den Graben an. Also dass das so nachlädt, dafür kann ich nichts. Das ist normal, habe ich bei vielen Leuten gesehen. Oh.
So, dann war schon auf unserer schönen Parzelle. Und drüben machen wir später mit dem Bagger. So, alles klar. Ja, muss man nicht alles lesen immer zu. Ich sehe nichts. Sehr schön. So, bauen wir das Teil mal zusammen. Was ist das? Oh, es hat das Ding verloren. Ne? Nimm das doch mit. Da dran. Sehr schön. Ah, jetzt hängen wir im Zaun wieder, ey. Okay, das Teil haben wir dahin. Jetzt fangen wir mit Schachten. Ja, so, stimmt. Das war linke Maustaste und hier ist immer E drücken. Ja. Nee, nee, nee. Prozent haben wir schon. Du glücklicher, du hast gerade einen Riesennugget gefunden. Sie existieren also doch. Jawohl. So, unsere Waschrinne ist also voll. Ich wollte auch keine Lampe ziehen. Ne? So, jetzt muss man den Eimer hier mit Wasser voll machen. Dann das Wasser da reinkippen. Das Ganze gleich nochmal wiederholen. Genau jetzt. So, dann müssen wir das Ganze nochmal wiederholen. Und zwar genau jetzt. Sehr schön. So, unsere Sachen sind aber noch nicht voll. Also schippen wir weiter. Prozent. Oh, ich habe noch einen Riesenlager gefunden. Sehr schön. Ist gut. Ja, aber es war ja eben noch nicht voll. Na, so. Ein bisschen zu schnell laufen. Das nervt so ein bisschen, dass das einfach liegen bleibt. Wasser. Und noch einmal das Ganze. Boah, die Matten, die nehmen ganz schön viel auf. Aber ist egal. Wir wollen jetzt erstmal was anderes machen. Und zwar genau die Matte da dahin. Dann nehmen wir die Matte noch. Jawohl, die auch wieder dahin. Den Eimer mitgenommen. Dann den Eimer dahin. Die Waschschüssel mit. So, jetzt haben wir da auch einmal Wasser drin. Dahin. So, halt. Das war jetzt so, ne? Genau. Dann das Ding hier nehmen. Benutzen. Nee.
Ich weiß nicht wie. Steuerung einblenden. So. Ja, hoch runter. Wow. Da steht er gar nicht. Ach, jetzt da. Das war alles an Gold. Mehr Gold gibt's nicht. Oh wei, oh wei. Okay, dann nehmen wir das Gold da mal raus. Das war's also. Das war's. Das ist ja der Hammer. Da noch was drin? Sieht so voll aus. Nicht der einmal leer. Also hier vorne mal hin ein bisschen. So, jetzt kann man den noch mal hier drauf geben. Ah, wir haben da noch was drin. Nein! Okay, also gut. Jetzt schön langsam. Dolle rein. Ja, viel Gold kommt da wirklich nicht bei rum. Also. Tja. Was ist denn das jetzt hier? Ach so. So, da noch mal drauf. In dem Eimer ist noch was drin. Naja. Halt. Eben. Tjo. Ne? Was ist denn da los? Das ist doch Gold. Ist das noch nicht richtig sauber? Dann machen wir mal ein bisschen Wasser dran. Jetzt, okay, gut. Und nur mal ans Gold da rankommen. Gut, das war alles. Raus. So, also gut. Dann da nochmal. Jetzt müsste der Eimer aber leer sein, jawohl. Thank you.
müssen echt Kohle machen, dass wir hier uns Sachen leisten können. Was ist denn das? Da ist er doch. So, okay, das war's. Ich würde sagen, dann nehmen wir den Einmalrechner wieder mit. Und gucken wir mal, dass wir in der Stadt fahren und uns vielleicht schon mal upgraden können. Ist die Maus da im Weg? Jetzt ist er weg. Gut. Die erste Folge wird gleich ein bisschen länger. So, dann müssen wir jetzt aber erstmal zum Schmied. Oh, war ja ein Schild. Wir müssen jetzt zum Schmied auf alle Fälle. Wo ist der? Der war, glaube ich, hier rechts lang, oder? Müsste der hinten sein eigentlich. Hier ist er. So, und da habe ich gelesen, dass man das Golderz verkaufen soll. Das kann man hier verbessern. Okay. Gut. Kaufen. So, genau, jetzt haben wir nämlich 900. Jetzt können wir uns nämlich schon die ersten Sachen leisten. Hier. Und zwar braucht... Oh, das kann man doch nicht leisten. Schade. Dann bräuchte ich nämlich jetzt hiervon noch zwei hinzufügen. Und dann dieses Teil einmal. Und dieses einmal. Achso. Dann bräuchten wir dafür noch einen Schlauch. Wo man hier einmal so einen und einmal einen dicken Schlauch. So, okay. Bestellung. Jawohl, 500. So, was bräuchten wir? Mit ein bisschen vorankommen. 1500 und 5000. Puh. Man könnte ja auch muss die Rinne kriege ich recht einbauen, oder? Genau. Wo
muss das andere Teil jetzt hin? Das habe ich noch nicht aufs Auto gepackt. Doch, da steht's. Gleich mal einbauen, so. Na. Ist denn das hier? So, dahin gelegt. Wir könnten aber mal eins machen. Mal zur Bank fahren und gucken, ob wir da einen Kredit kriegen. Vielleicht von 6.000 Euro oder so. Dann könnten wir nämlich schon mal die mobile Waschanlage da nehmen. Kredit. Was gibt's denn hier? Ah, 2.000, gut. Würde uns jetzt nichts bringen. Okay. Und dann müssen wir mal weiter so weitermachen. Uiuiui, was war das denn? Wo ist das Auto defekt? Spackt der Ton gerade. Aber gut. Ich hole mir jetzt so ein Fahrrad drin. Das ist ein Blödsinn. Na egal. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.